Als wir anfingen 2008, hat das keiner gedacht, ne? dass das sowas Tolles wird. Die Idee war damals schon, dass man zusammensteht als Läden, weil jeder hat so ein starkes Konzept. Da muss man auch keine Angst haben, dass sich irgendjemand was nimmt. Weil Le Bloc ist ja für die Stadt auch ein sehr imageträchtiges Projekt, ne? Also ich denke mal, viele Shops siedeln sich auch neu hier an, eben weil es Le Bloc gibt. Ja, also wir haben unheimlich viel Entwicklung gehabt in den letzten Jahren fürs Belgische Viertel. Also es war früher ja, das mag man heute nicht glauben, es war früher sozialer Brennpunkt. Und jetzt ist halt wirklich in jedem Stadtführer, die New York Times berichtet über uns. Also es hat sich schon wahnsinnig verändert. Nicht zum Zufriedenheit vieler Anwohner, aber Gott, wir sind halt in der Stadt und die Immobilienpreise sind auch deswegen gestiegen, von daher. Chang, Le Bloc gibt es ja jetzt 8 Jahre. Was ist das Besondere in diesem Jahr für dich und für das ganze Team? Wir haben mit dem Projektteam und Mondschau-Team haben wir die Kirche, St. Michael-Kirche bekommen, mit Arthur und Armen und Le Bloc und Stadt de Rue zusammen haben wir das komplette Ensemble zusammengebracht. Ganz besonders ist, weil wir diese Diversity nicht nur bei Menschen, sondern Diversity in unserem kreativen Bereich dann miteinander zusammengefügt haben. Toll, dass ihr alle gekommen seid. Viel Spaß. It's a mystery. Thank you.
das ist auch der Name drin von der Agentur, dann zusammen dann die Models auch gecastet. Für uns war wichtig, weil wir sind hier, wir möchten mit dem ganzen Mode dann landschaftlich, dann wir kaufen es, wir leben das, dann warum sollte man jetzt dann einfach spezielle Models, was wir uns vorgegeben haben, dann auch das präsentieren. Nun haben wir überlegt, so, die Kirche stellt eine Gemeinschaft dar, das ist Herz im belgischen Viertel, in Köln, und dann dachten wir, lass uns dann alles zusammenbringen, und wie das Symbol Licht und Prisma habe ich dann zusammengebracht, und dann dachte so, ich bin das Licht, du bist das Prisma, ich durchbreche wie ein Spektral, dass wir nachher in bunten Farben mit Diversity erhellen. Das ist so eine Philosophie, die ich dann jetzt überall angewendet habe. Und ganz besonders habe ich dann die Sopranistinnen, Organistinnen aus Südkorea und die deutschen Basssänger und Bariton aus Kanada und Japan, das ist schon Diversity, haben dann sozusagen dann eine Mischung aus mit Elementen von Kraftwerk und mit den Visual Art haben wir dann komplett eine Diversity dann dargestellt. Und das war unser sozusagen das neunte Geschenk für das Block 9. Und wir sind ja nächstes Jahr mit 10. Also wir sind schon 10 Jahre dabei. Zu überschreiten die Grenzen, überschreiten die Grenzen. Also ich bin ja schon seit Jahren eine Blutsschwester oder eine Blutsfreundin von Blutsgeschwister. Und deswegen ist das für mich eine Ehre, dass ich hier spielen darf. Und das Wetter ist ja toll, die Leute sind nett, alles gut. Ja, wir haben ja heute, wir sind ja mit ganz kleinem Besteck hier. Wir spielen quasi zwischen den Kleiderständern, haben wir unseren Mikroständer hingestellt. Also mehr, schon fast eher Schlafzimmer, also Wandschrankatmosphäre, so begehbare Wandschrankatmosphäre. Und wir dürfen uns das erste Mal viermal während der Show umziehen. Das machen wir sonst nicht. Das machen wir dann im Schaufenster, genau. Während von draußen die Leute. Das war's schon. Ganz in der Nähe. Für uns ist das natürlich noch besonders attraktiv. Wir haben es ja nicht weit nach Hause, aber wir finden die Atmosphäre. Also ich finde das immer wieder gut. Wir kennen das ja nun schon. Das ist ja nicht das erste Mal. Da ist ein Laden, die haben ganz wunderbare Sachen. Die haben Pomade und Rasierwasser. Das finden sie so schnell nirgendwo. Das ist wirklich absolute Spitze auch. Hier war es sehr schön bisher. Die Musik. Die Stimmung, die Leute, die vorbeikommen, alle sehr freundlich und nett, ja. Aber hier ist Kunst im Gang. Genau, da gibt's Kunst in der Box. Ja, also wir haben Concept Store, wir haben verschiedene schöne Labels, viele aus Deutschland, aus der Region. Vieles ist auch nachhaltig und in Deutschland und Europa produziert. Das ist uns ganz wichtig, auch von der Qualität. Mega schön und vor allen Dingen sind die Vibes sind so cool. Alle Leute sind richtig gut drauf und Musik, Sommer, perfekt. Freunde treffen, einfach den Tag genießen. Ich fand, dass es total unbeschreiblich schön in der Kirche war. Also so diese Stimmung dann in der Kirche, das war alles. Ich genieße hier gerade mal einen Moment auf der Bank zu sitzen und einfach das Treiben halt mal aufzunehmen. Schöne kleine Läden, die wir gerade nicht kennen. I'm happy that you are well. Didn't you, didn't I, didn't we, didn't we pull on the spell? Yeah, oh yeah, so nice to be with you. Warum wir hier im belgischen Viertel was machen, das ist das kreativste Viertel der Stadt, das Szeneviertel, und hier passiert am meisten und hier ist am meisten los. Ja, wir machen kurze Pause.
und dann gucken wir noch weiter. Say what? Say what? Say what? Yes. Viele kommen ja auch so hier hin, weil es so ein schicken Viertel so ein bisschen ist. Aber es ist manchmal so ein bisschen paradox, weil da voll viele junge Leute irgendwie abends am Rüssler sind und dann aber trotzdem so dieses High-Society-mäßige. Köln ist cool. Wir kommen aus Düsseldorf. So was Cooles gibt es in Düsseldorf nicht. Das ist schon ziemlich cool. Wir haben heute die ersten Curvy Girls auf den Laufsteg geschickt. Ja, wir haben das initiiert. Genau. Super. Ja, und finden das Thema natürlich grandios. Ne? Diversity, das ist auch das, was wir hier im Laden leben. Wir legen wirklich auch Wert darauf, den Frauen in großen Größen Mode zu präsentieren, wo sie ein gutes Körpergefühl, ein gutes Körperbewusstsein haben und auch Lust drauf haben, sich körperbetont kleiden zu können. Ganz genau. Es war wie immer ein ganz tolles Event. Wir waren total zufrieden. Es waren viele, viele neue Leute da und viele Stammkunden. Und wie immer, ja, ein Termin, den man sich merken sollte. Der Blog war für mich was ganz Besonderes. Natürlich dann hier die ganzen kreativen Leute und die Gastronomie und viele andere Sachen dann miteinander zusammenzufügen. Und man sagt ja auch, der Platz an der Kirche ist ja eigentlich die Begegnung, meistens in Frankreich, in anderen Ländern. Warum sollen wir in Köln das nicht schaffen? Und Belgisches Viertel, sage ich nur einfach, das ist so mittlerweile mehr als Soho in New York und London, weil wir leben es einfach mit vielen verschiedenen bunten Farben. Diversity. Dabei. Bunt gemischtes Sortiment und schöne Musik, nette Getränke, nette Leute. Also ja, ich finde es sehr gut. Noch besser als letztes Jahr. Also ich finde es immer toll, dass sie es machen und das ist immer eine Menge. Es ist immer viel Arbeit, das zu organisieren. Ja, und du musst auch gegen viele Widerstände ankämpfen. Von daher, ich finde es klasse, dass man es macht. Und dass es natürlich mit dem Wetter heute so belohnt worden ist, glaube ich, macht nochmal einen ganz tollen Turbo-Booster hier ran. Und super. Thank you.
Scheinbar haben sich die Anwohner beschwert. Da muss man sich natürlich dran halten, aber wir würden gern weiter feiern. Klar, das Beste vom ganzen Block irgendwie. Ist richtig schön. Ja, finde ich auch. Also Musik an! I love Le Bloc, sag ich nur, ne?